Unwieland bedanke ich mich bei der Band Glasperlenspiel, denn Glasperlenspiel heißt ja ein Roman von Hermann Hesse. Und ich bin leidenschaftlicher Hermann Hesse-Leser gewesen, vor allem in der Jugend. Und habe dann, nachdem wir auf Schalke zusammengearbeitet haben, einfach wieder Lust bekommen, in alten Hesse auch Gedichten zu schmökern. Und ein Gedicht von Hesse hieß Heimwehland. Der Inhalt hat mich gar nicht weiter interessiert. Und ich habe meine eigene Geschichte zu dem Thema Heimwehland, was dieses Wort mir erzählt, dann erfunden. Die Logik bleibt etwas außen vor mitunter bei dem Titel. Das singe ich ja auch.